Ja, hallo ihr Lieben, und zurück zur neuen Folge von Die Sims 4. So, Luke ist hier. Eier und Toast. Ach, übrigens, ich hatte mir den MC Commander Mod runtergeladen. MC Commander Zentrale. Und die Einstellung so weit gemacht. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz gucken, wo das war. Maximum Haushaltsgröße, genau. Hatte ich auf 15 erhöht. Bislang konnte man ja nur 8 Sims. Ist der Standardwert. Aber wenn man mehr Sims haben will oder man will mal züchten, ist es keine schlechte Sache. Hier hätte ich mir den Mod eigentlich mal runtergeladen. Der ist eigentlich nicht schlecht. Hatte ich jetzt auf 15 erhöht. Und ich habe mir auch überlegt, wir schaffen uns noch einen Hund an. Ups, hier. Und werden züchten. Das macht dann auch noch ein bisschen Geld. Lotte. Was machst du da eigentlich? Minzeis mit Schokostückchen. Lecker. Dann können wir auch noch ein bisschen züchten. Ich hatte mir auch noch neue Tierbetten runtergeladen. Da will ich mal ganz kurz gucken. Die fand ich eigentlich ganz süß. Machen wir die mal weg. Und nehmen die mal. So. Und auch noch neue Tiere hatte ich mir runtergeladen. So Kleintiere. So Lego-Ahnung, was das alles waren. Könnten wir eigentlich auch gleich mal gucken. Wir haben bislang den Hasen, Bunny. Könnten wir eigentlich auch gleich mal kurz gucken. Waren diese Betten hier einmal für große Hunde? Nehmen wir das vielleicht einmal für unsere Lotte? So ein richtiges Hundekörbchen? Und das hier so für so Sesselartmäßig für kleine Hunde oder Katzen? Sowas hier mit so Nachtschränkchen dran fand ich auch ganz süß. Ja. Das. Das ist auch süß. Oh, mit Flamingos. Oh, das werde ich am liebsten nehmen. Aber ich dachte erst an dieses mit dem Herzchen. Oder doch das? Stell mal kurz. Das ist kleiner, ne? Nimmt nicht so viel Platz weg. Nehmen wir das vielleicht mal. Und jetzt bei Aktivitäten. Hier so eine Schildkröte. Hatte ich mir runtergeladen. Ja gut, Ratte, das war schon. Sowas hier, was ist das? Leguan. Ein Minischweinchen. Ein Hase mit langen Schlappohren. Also die so runterhängen. Ein Gecko. Steplemming, ich weiß nicht genau, was das ist. Gut. Squirrel. Das. Chamäleon. Diese finde ich immer so süß, die Leopard-Gecko. Den habe ich mich verliebt. Ich weiß nicht, ob wir den geben sollen, Irma. In diesem Haus. Dafür ist Häschen erstmal weg. Dazu muss ich mal wieder den Sheet eingeben. baby.moveobject.on. Nee, nicht Punkt. Nur on. Ach, na gut. Nochmal. baby.move
On. Jetzt hat's geklappt. Halt. Ich hatte ihm auch so Leuchtbilder runtergeladen. Können wir auch irgendwo aufhängen. Bin hier am Basteln, aber... Wollen wir den mal auf? Vielleicht hier rüber, dass wir das wegmachen. Die waren bei Beleuchtung, glaube ich. Diese hier. Einmal das. Einmal vielleicht das. Und... Einmal das. Genau. So. Das war's. Machen wir jetzt mal wieder auf automatisch alle Lichter. Jetzt gehen die zwar auch aus, wenn keiner drin ist, aber das braucht unnötig Strom. Bin am Überlegen, ob uns so ein... Oh, Lotte, geht's gar nicht gut. Hund erstellen sollen. Und mach das mal im Kühlschrank. Guck mal hier, kannst du mit Lotte spazieren gehen? Na, dann kann man sich nun aussuchen. Dann können wir vielleicht noch Junge kriegen. Ich werde hier mal kurz dieses Grundstücksmerkmal Zuchtgelände eingeben. Dann geht es leichter mit Welpen bekommen. Nehmen wir Erdbebengebiet mal weg. Und nehmen mal Zuchtgelände. Kasspunkt Full Edit Full Edit Mode. So richtig geschrieben, nicht dass ich dann wieder. Ja, hoffe ich mal. Gut. Hier müssen wir auch noch weitermachen an dem Gemälde. Das muss ich dann für den Beruf. 500 Follower. Und Journalisten vernetzen muss er auch noch. Das machen wir mal kurz. Ah, gut, macht es zwischendurch. Ist auch gut. Wer ist ein Eis? Na gut. Muss ich nicht verstehen. Soziales Netzwerk. Aktualisieren. Na gut, das hast du jetzt schon voll. Dann malst du an deinem Gemälde hier mal weiter. Dann das hier natürlich noch machen. So, wo sind die beiden? Ach, ist ja auch schon 20 Uhr. Eigentlich müssten sie auch bald mal ins Bett. Bald ist auch Winter in 4 Tagen. Was ist denn hier? Ist hier jemand krank? Lotte? Na?
Guck mal, kümmere dich mal ein bisschen um Viola. Die braucht Umarmung. Kennenlernen. Braucht ein bisschen Zuneigung. So, warte mal. Ja, sie ist krank. Das heißt, wir müssen morgen auch mal zum Tierarzt. Dann wäre das die Folge wahrscheinlich nichts. Mit dem neuen Tier. Wo unser Haus, unsere Wohnung ist eigentlich auch ein bisschen klein dafür. Aber ich dachte, dass wir noch ein bisschen züchten können. Und, wir machen nochmal Techtelmechtel. Dass wir mal ein bisschen züchten können. Dafür kriegen wir ja auch Geld. Oh, Lotte. Müssen wir morgen aber erstmal zum Onkel Doktor, ne? So, macht ihr nochmal ein bisschen. Techte Mächtelchen? Oh, guck doch mal Lotte an. Lotte. Tut mir schon leid. Warte, ich mach auch kurz so. Mal auch kurz angucken. Oh. Sieht so traurig aus. Warte, du gehst nochmal kurz, bevor du schlafen gehst, auf die Toilette. Und du danach auch. Muss ich morgen arbeiten? Ja. Er auch. Das ist gut. Er muss eine Level 3 der Charisma-Fähigkeit. Und er erfolgreich Anliegen vorbringen. Das müssen wir auch nochmal machen. Wir müssen am Morgen erstmal mit Lotte zum Tierarzt. Das heißt, wir müssen ein bisschen. Sie muss zur Arbeit und er auch um 8. Lotte. Aber sie hat noch 5 freie Tage oder ich gebe ihr einen freien Tag. Oder wir arbeiten von zu Hause aus, könnten wir auch machen. Da ist unser Chef wahrscheinlich wieder nicht zufrieden mit unserer Arbeit, aber gut. Könnte man theoretisch auch machen. Dann können wir dann mit Lotte zum Tierarzt. Was wir wahrscheinlich nicht in dieser Folge mehr schaffen. Oh. Der macht ja schon wieder Experimente. Unser Nagel lebt mehr als wir. Oh, Lotte. Haben wir noch Wäsche drinne? Tatsächlich. Stehst du mal auf und machst mal Wäsche anstatt zum Wäsche trocknen? So, warte mal. Haben wir noch was im Kühlschrank? Eier und Toast und noch eins. Dann isst du das mal. Und er muss sich dann Cerealien oder so eine Art nehmen. Duschen. Kannst du dich dabei nicht hier hinsetzen? Ups. Kaffeemaschine müffelt auch. Oh. Katzenklo müsste auch gereinigt werden.
Ja, komm, lass es mal an. Nein, das ist kein Eis zum Frühstück. Schnelle Mahlzeit. Nein, du isst jetzt kein Eis. Schinken-Käse-Sandwich machst du dir jetzt? Na, vertragt euch doch. Isst du mal schnell auf? Vielleicht schaffe ich es auch noch mit Lotte. Ja, aber vielleicht trotzdem von zu Hause aus, da wir dann auch die Fähigkeit ein bisschen erhöhen können. Hey, so laut waren wir nicht, ja? Hey, könntest du da drin mal ruhig sein? Um diese Zeit macht man keinen Lärm mehr. Ruhe jetzt, sonst die droht. Wirklich. Aber sie mitten in der Nacht, ne? So. Sollte, na gut, egal. Okay. Luke geht zur Arbeit hin. Und wir arbeiten von zu Hause aus. Solltest du, na gut. Wo ist denn hier überall nass? Du sollst jetzt nicht aufräumen. Hier, mach du mal das Katzenklo sauber. Dann leerst du das hier. Ist aber immer noch was drinne. So, und jetzt zur Tierklinik bringen. Vielleicht machen wir das in dieser Folge noch. Dass unsere Lotte erstmal gesund kriegen. Na? Gerade zu lange. So, dann müssen wir mal nach Brindleton Bay. Und zum Brindleton Hospital. Dass wir unsere Lotte erstmal gesund kriegen hier. So.
Ui, wir haben uns dick angezogen hier. Zur Behandlung anmelden. Es kommt bald ein Tierarzt. So. Ach ja, ich wollte den Regenschirm mal anpassen. Komm mal hierher, Lotte ist hier. Halt. Oh. Wir nehmen nur das Beste, die teure Behandlung. Zwar haben wir es nicht so dicke, aber für Lotte nur das Beste. Da wollen wir nicht die halben Sachen machen hier. Nein. So. Lotte ist gesund. Er wird mal kurz Verbindung knüpfen, bis wir zu Hause sind, dann fleißig arbeiten. Und jetzt werden wir nach Hause gehen. Und dann, ja, Folge auch beendet. Ich muss mal gucken, was ihre Tagesaufgabe sind für heute, weil sie von zu Hause aus arbeitet. Dann mal gleich gucken. So, warte, ziehst du erstmal wieder um. Stundenlang Videos auf SimTV an. Okay. Trendblog für Follower schreiben. Erntefest kommt. Gut. Aber ihr Lieben, das war's denn für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was macht Dotte da? Sag mal. Über Spielen eine Pfütze belehren. Ja, belehren Sie mal. Das geht ja so nicht. Ja, süße Maus. Ach, sie hat's gelernt. Gut, und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann vielleicht um einen neuen tierischen Mitbewohner. Und vielleicht, dass wir den auch züchten können. Aber es war's erstmal. Für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und tschüss.